Also, für die, die den Armhebel noch nicht können, ist das eine perfekte Alternative, um das zu Hause zu üben während der Corona-Zeit. Ihr braucht dafür nichts als ein Kissen und einen Gürtel oder einen Judo-Gürtel. Wenn ihr sowas nicht habt, dann irgendwas anderes, was halt einen Arm simulieren kann, was ihr an das Kissen befestigen könnt. Wir lernen jetzt den Armhebel aus dieser Position hier. Ich liege auf der Seite und kontrolliere meinen Gegner. Sein Arm liegt entweder über meinem Arm drüber oder ich halte ihn hier. Das ist eine ziemlich bekannte und häufige Position. Von hier muss ich jetzt versuchen, mein Schienbein von dem Bein, was auf der Kopfseite liegt, unten in seine Achsel reinzubekommen. Dafür muss ich kurz Platz schaffen, indem ich hier mich aufbäume, den Arm kontrolliere und mein Schienbein unten in die Achsel reinbringe. Das ist schmerzhaft für den Gegner, vor allem wenn ich den Arm hier kontrolliere, aber das ist auch gut so, weil dann bewegt er sich ein bisschen und wird offener für meine Angriffe. Von hier bringe ich jetzt mein hinteres Bein über seinen Kopf, welcher sich hier befindet, bringe das Bein über den Kopf und lasse mich nach hinten fallen. Wichtig ist, dass dieses Bein runterdrückt. Dieses Bein ist weiterhin unter seinem Rücken. Und jetzt kommt der Hebel. Wichtig, der Arm ist auf meine Brust gepresst und die Hüfte bewegt sich nach oben. Fertig.